Hallo meine Lieben, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog bei White Grey Home. So lange habt ihr euch gewünscht, eine Roomtour in meiner Küche zu bekommen und ich möchte euch bei dieser Roomtour natürlich erzählen, wie ich die Küche gepimpt habe. Denn wer meinen Blog und meinen Accounts schon länger folgt, der weiß es, dass diese Küche mal pinienkalkt war und ich sie gestrichen habe. Ich blende euch mal ein Bild ein, wie sie früher ausgesehen hat, damit ihr einen Vergleich habt, vorher, nachher. Du hast auch noch eine Küche, die gut aussieht und funktional ist, die noch intakt ist und es ist dir zu schade, die Küche zu entsorgen und durch eine neue zu ersetzen. Aber dir gefällt zum Beispiel die Fronten nicht mehr, die Farbe nicht mehr und so weiter. Dann möchte ich dich ermutigen, deine Küche zu pimpen. Wenn ihr die Fronten entfernt habt, dann müsst ihr die mit einem alkoholhaltigen Glasreiniger entfetten. Das ist ganz wichtig, sonst hält die Farbe nicht. Die Küche wurde nicht angeschliffen. Ich habe eine wunderschöne Holzmaserung auf meinem Holz und hätte ich die angeschliffen, wäre ja natürlich die ganze Maserung kaputt gewesen. Ich zeige euch nachher im Detail, wie diese Maserung aussieht und dann wisst ihr, warum man diese Küche nicht schleifen konnte. Im Detail möchte ich euch jetzt zeigen, wie das aussieht mit dieser Maserung. Also ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Hier sind wunderschöne Riffeln drin. Und wenn man natürlich einen Pinsel benutzt, dann wird das Ganze noch hervorgehoben. Zu den Eckdaten. Die Küche ist fast 20 Jahre alt, Vollholzpinie gekalkt gewesen und die Fronten sind an Vollholz, die Seiten sind furniert gewesen. Meine Küche hat eine Kastenform oder Kassettenform und deswegen habe ich meine Fronten im Liegen gestrichen und damit ich einfach in den Ecken keine Tropfnasen oder sowas habe. Das empfehle ich auch jedem, weil es einfach ja, beim Streichen leichter ist. Ich habe für das Streichen einen Pinsel benutzt und keine Walze. Wenn ihr eine glatte Oberfläche habt, könnt ihr natürlich gerne auch mit einer Rolle oder Walze streichen. Allerdings habe ich noch nie die Farbe mit einer Walze gestrichen, kann euch deswegen auch keine Empfehlung dafür aussprechen oder keine Tipps dafür geben. Da ich diesen Look liebe mit den Pinselstrichen, benutze ich immer einen Pinsel. Die Küche zu renovieren hat 3 Tage gedauert. Ich habe am ersten Tag alle Fronten weggeschraubt, entfettet und die erste Schicht lackiert. Dann habe ich das trocknen lassen und habe 2-mal alles gestrichen. Also ich habe den Farbton Kalk genommen und den habe ich 2-mal übergestrichen. Und am 3. Tag habe ich alles wieder montiert und zusammengeschraubt. Hier möchte ich euch zeigen, anhand der Beadboards, dass meine Küche nicht weiß ist. Sehr oft wird meine Küche für eine weiße Küche gehalten, aber hier seht ihr den Türrahmen und der ist weiß und meine Küche hat einen Grauton. Ja, unsere Küche hat hier beim Eingang eine Bar und da haben wir jetzt die Schränke draufgesetzt als Vitrine. Die sind von IKEA. Die restliche Küche ist von einem Küchenhersteller hier vor Ort, den es inzwischen gar nicht mehr gibt. Und die haben wir so planen lassen wie nach unseren Wünschen. Ich habe mich damals für eine geschlossene Küche entschieden, weil ich einfach in Ruhe abends in der Küche werkeln möchte, ohne dass der Fernseher, dass sie beim Fernsehen gestört werden. Ich möchte auch die Gerüche nicht im ganzen Haus haben, deswegen wollte ich eine Küche haben, die man zumachen kann. Außerdem haben wir zu einer Zeit gebaut, als die Kinder noch sehr klein waren und da wollte ich einfach abends die Türe zumachen können und das Chaos nicht mehr sehen müssen. Mittlerweile hat sich ja die Familiensituation komplett geändert. Ich weiß nicht, ob ich heute eine offene Küche machen würde, wahrscheinlich alleine wegen Geräuschpegel. Ja, finde ich es in Ordnung, wenn man einfach die Küche separat hat. Wir haben einen Fliesenspiegel seit Anfang an hinten dran, mit dem ich eigentlich auch sehr zufrieden bin. Und ich immer wieder überlegt habe, eine Holzverkleidung ranzumachen, aber so wie ich sie möchte, ist sie dann nicht so gut abwischbar. Und ich merke einfach, dass man doch beim Kochen sehr viel spritzt. Und dann ist einfach ein abwischbarer Hintergrund sehr, sehr geschickt. Dann werde ich ganz, ganz oft nach diesem Teeschränkchen gefragt. Das gab es mal bei Frank Flechtwaren vor vielen Jahren. Aktuell ist es, glaube ich, nicht mehr erhältlich. Genau, aber da kann man bestimmt im Internet, wird man da fündig und kann man sich dahin stellen.
Wir haben hier keine Kühl-Gefrier-Kombination. Wir hatten, als die Kinder klein waren, einen großen amerikanischen Kühlschrank im Esszimmer stehen. Und inzwischen ist der kaputt gegangen und wir haben entschieden, dass wir keinen neuen brauchen. Wir haben einen kleinen Kühlschrank noch auf der Terrasse stehen, in der Outdoor-Küche und können da noch ausweichen. Ansonsten kommen wir mit dem Platz super zurecht. Und wir haben die technischen Geräte immer wieder nach den Jahren ausgetauscht. Wir haben damals, als wir die Küche bauen lassen haben, bei den Geräten nicht so teure genommen, weil wir einfach der Meinung sind, dass man, wenn man alle paar Jahre mal ein neues Gerät kauft, die wieder auf dem neuesten Stand sind, energetisch, ja, und auch vom Geräuschpegel etc. und wir keine Haushaltsgeräte kaufen möchten, die 20 Jahre oder länger halten sollen. Die gegenüberliegende Seite habe ich mir mit Beadboards verkleiden lassen. Wir hatten lange unten auf dem Boden den Napf von der Katze stehen und immer wieder ein Geschlabber an den Wänden. Oder es hat mal von der Kaffeemaschine darüber gespritzt oder die Kinder haben mal einen Granatapfel geschält und immer wieder waren Flecken an der Wand. Und die Beadboards habe ich im gleichen Farbton wie die Küche gestrichen und kann die jetzt genauso abwaschen wie meine Küchenfronten. Früher dachte ich immer, wenn es hieß, die Küche ist 20 Jahre alt, dachte ich, ach du Schreck, das kann nur altmodisch aussehen oder nicht mehr in der Form sein oder ja. Aber ich muss sagen, ich bin nach wie vor in meine Küche total verliebt. Ich habe ja die Griffe noch wechseln lassen in schwarze, dass es einfach ein bisschen mehr abhebt und ich bin nach wie vor total begeistert. Wenn man sieht, dass meine Küche vorher quasi fast buchefarben war und eine gesprenkelte Arbeitsfläche hatte, ist es kaum zu glauben, dass es ein und dieselbe Küche ist mit drei Farbdosen, also quasi für 70 Euro renoviert. Sagen wir mal mit den Griffen für etwas mehr als 100 Euro eine neue Küche, das ist schon der Wahnsinn. Ich habe mit der Farbe inzwischen meine Treppe gestrichen und auch schon Türen und auch furnierte Sachen, deswegen weiß ich, dass es auch auf furnierten Sachen sehr gut hält. Und wenn du eine Küche hast, die dir optisch und farblich nicht mehr gefällt, dann möchte ich dich ermutigen, sei so frei und mutig und probier es aus. Ich habe ca. 5 Jahre gebraucht, den Mut aufzubringen, diese Küche zu streichen. Ich habe nämlich vorher mit verschiedenen Kreidefarben getestet und habe die in den Innenseiten der Schränke ausprobiert und die konnte man mit dem Fingernagel quasi wieder abkratzen. Und genau davor hatte ich Angst, dass man einfach, dass die Farbe nicht hält. Ich nenne keine Hersteller dazu, das sind nämlich auch sehr beliebte Kreidefarben. Aber als ich gesehen habe, was mit den Farben von Painting the Past möglich ist, war für mich klar, das will ich ausprobieren. Ich habe die Innenseite gestrichen und die Farbe hat bombenfest gehalten. Ich empfehle hier die Eggshell-Variante in dem Farbton eurer Wahl. In der Eggshell-Farbe ist schon der Versiegler mit drin, deswegen hat die Farbe auch einen leichten Glanz und hält dadurch auch deutlich besser. Und die kann ich sehr, sehr gut empfehlen. Ich habe noch nie mit der richtigen Kreidefarbe von Painting the Past gestrichen, deswegen kann ich euch zu der Farbe nichts sagen. Ich streiche im ganzen Haus nur mit Eggshell, weil eben dieser Versiegler drin ist. Ich spare mir einen Arbeitsschritt, nachher einen Versiegler nochmal drauf zu machen. Ich wurde gefragt, ob ich die Küche schon nachstreichen musste. Und die Küche ist jetzt 4 Jahre alt und ich zeige euch die Stellen, die ich in Zukunft mal nachstreichen werde. Und zwar ist es bei uns so, dass die Spülmaschine aufklappt und genau hier oben an diese Schrankkante immer knallt. Allerdings platzt da nicht die Farbe ab, sondern da geht ein Stück vom Holz weg. Und ich versuche mal näher ranzugehen. Ihr seht es, also da fehlt ein ganzes Holzstück. Und da werde ich nochmal nachstreichen müssen an dieser Ecke. Des Weiteren wurde der Boden nach dem Streichen rausgehauen und zwar waren da Terrakotta-Fliesen drin und die wurden mit einem Vorschlaghammer quasi vom Boden gelöst und dabei sind natürlich Splitterteile abgerissen oder ja, weggeschleudert worden und gegen die frisch lackierte Küche geschleudert worden und dabei ist zum Beispiel dieser Kratzer entstanden. Auch da werde ich mit dem Pinsel nochmal drüber gehen, ich werde mir da einfach nochmal eine kleine Farbdose nachbestellen. Und deswegen denke ich, ist es eigentlich gar kein Problem. So, jetzt hoffe ich, konnte ich euch Mut machen und euch hat die Folge wieder gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr wiederkommt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich versuche alles zu beantworten. Ich werde sicherlich dann auch mal noch ein FAQ machen mit Fragen, die gekommen sind, und euch das nochmal nacharbeiten. Ich sammle die dann alle und mache dann euch nochmal ein Video dazu. Aber bis hierhin wünsche ich euch natürlich alles Gute und viel Erfolg, wenn ihr auch so ein Projekt vor euch habt.
Ich möchte euch auf diesem Weg Mut machen.